Wir gehen einer Zukunft entgegen, die jeden Tag neue Gestalt annimmt. Wie wird unsere Welt in 50 Jahren aussehen? Vollautomatische Städte und fliegende Autos? Werden unsere Kinder mit künstlichen Organen leben, über 100 Jahre alt werden? Internationale Spitzenforscher blicken 50 Jahre voraus. Ihre Erkenntnisse werden die Welt verändern. Wir haben eine spannende Reise vor uns. Bereiten Sie sich vor auf das Abenteuer Zukunft. Was mag wohl die größte Herausforderung der Menschheit in den nächsten 50 Jahren sein? Ich sag's Ihnen. Energie. Energie für unsere Autos, für unsere Städte, für unsere Industrie. Energie, um die ständig wachsende Bevölkerung auf der Erde zu versorgen. Klar, dass dabei ein Haufen technischer Probleme entsteht, aber glauben Sie mir, es gibt mindestens genauso viele Lösungen. 9. Mai 2057. Der Energieverbrauch der Welt ist dreimal so hoch wie heute. Jeden Tag verschlingt das hungrige Leben auf der Erde 30 Milliarden Liter der letzten Ölvorräte. Fieberhaft suchen Wissenschaftler nach neuen Energiequellen, um die schwindenden Ressourcen zu ersetzen. Das ehrgeizigste Forschungsprojekt ist mitten im Pazifik verankert. Von dort haben Physiker eine Verbindung ins All gebaut. Zu einem Labor in 400 Kilometern Höhe. Was aussieht wie ein gigantischer Kreisel, ist Solaris. Eine chinesisch-amerikanische Testanlage der Superlative. Für die Solarzelle der Zukunft. Die Forschung auf der Solaris soll die Energieversorgung der Welt revolutionieren. Doch die Arbeit auf der Raumstation kommt nicht recht voran. Erwägt die Regierung den Erlass von Fahr- und Flugverboten an einzelnen Wochentagen. Die Verhandlungen mit den ölfördernden Ländern. Seit 5 entbehrungsreichen Jahren forscht der Physiker und Astronaut Bob Sanders an einem hocheffektiven Solarmaterial. Der zweite Mann an Bord ist der Ingenieur Wang Li-Chao. Wie Bob glaubt er unbeirrt an den Erfolg ihrer Mission. Doch das Team steht unter Druck. Ohne einen entscheidenden Fortschritt wird die Station in 3 Wochen geschlossen. Rasieren. Morgen, Bob. Morgen, Li-Chao. Gibt's was Neues? Noch nicht. Kaffee zum Wachwerden. Nein, danke. Ich bereite gerade eine neue Probe vor. In ein paar Minuten wird sie wohl fertig sein. Prima. Ich komme gleich rüber. Und schloss ein weiteres Eingreifen nicht aus. Weiter nach einer kurzen Unterbrechung. Du machst mir einen Kaffee ohne Kaffee? Bedauere, Kaffee ist aus. Dann solltest du neuen bestellen. Das geht leider nicht. Wegen der Schließung der Station dürfen keine neuen Genussmittel bestellt werden. Blöde Zicke. Gerne. Die tägliche Testreihe beginnt mit der Reaktion von 2 chemisch hochaktiven Flüssigkeiten. Dabei entsteht eine Substanz, die Sonnenlicht in kostbaren Strom verwandelt. Wie effektiv die Mixtur ist, verrät erst der Test in der Kälte des Weltalls. Roboter bringen die Proben waagerecht zur Sonne in Position. Jedes Panel könnte der Durchbruch sein. In ein Zeitalter der grenzenlosen Energie. Solarenergie ist teuer und ineffizient, sagen die einen. Nichts, was die Energieversorgung von morgen sichern könnte. Falsch, sagen die anderen. Sonnenlicht ist sauber, sicher und unbegrenzt verfügbar. Jede Sekunde produziert die Sonne milliardenfach mehr Energie, als die ganze Welt verbraucht. Und so investieren Ölkonzerne und Wissenschaftler Millionen und Abermillionen in die Frage, wie man sie wohl anzapfen könnte. Ein Solarmodul auf dem Weg zum Härtetest. Im größten Testlabor der Welt fahren die Prüfer starke Geschütze auf. 2,5 Zentimeter dicke Hagelkörner. Der Beschuss mit der Eismunition hinterlässt nicht den kleinsten Kratzer. Auch den nächsten Angriff überstehen die Hightech-Produkte unbeschadet. Ein 45 Kilo schweres Bleigewicht im freien Fall. Die besten Solarzellen sind inzwischen einsatzbereit bei jedem Wetter, an jedem Punkt der Erde. Nur in einer Hinsicht sind sie bis heute alle enttäuschend. Sie sind ineffektiv. Selbst modernste Siliziumzellen, wie der Sonnensimulator, entlarvt. Auch bei teuersten Weltraummodulen verpuffen 70% der Lichtenergie als Wärme.
bei Solarzellen für den Hausgebrauch gehen über 80% verloren. Den bisher besten Vertreter dieser Gattung haben die Prüfer heute im Test. Er verwandelt nur rund 18% der Energie in Strom. Schuld an dieser mageren Ernte ist das Solarmaterial selbst. Vom gesamten Lichtspektrum der Sonne kann Silizium nur einen kleinen Anteil in der Nähe des Infrarotspektrums effektiv nutzen. Der Rest geht immer verloren. In den Niederlanden aber experimentieren Physiker mit einem völlig neuen Material, das die Solartechnik revolutionieren könnte. Der Grundstein für Bob und Lietschaus Forschung im All. Professor Daniel van Markelberg und sein Team züchten unter Abschluss von Luft und Wasser sogenannte Quantenpunkte. Winzigste Halbleiterkristalle, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Dafür wird eine Flüssigkeit mit Halbleitermolekülen in eine heiße Lösung injiziert. Sobald sich die Mixtur verfärbt, wissen die Physiker, dass sich die Quantenpunkte gebildet haben. Das Team ist schon heute in der Lage, die winzigen Punkte in unterschiedlichen Größen herzustellen. Was es mit dieser maßgeschneiderten Kristallkollektion auf sich hat, bringt erst ultraviolette Strahlung ans Licht. Je nach Größe absorbieren die Quantenpunkte unterschiedliche Lichtspektren. Wenn es den Physikern gelänge, alle Kristallgrößen in einem einzigen Material zu vereinen, wäre die perfekte Solarzelle geschaffen. Ein solches Supermodul könnte das gesamte Lichtspektrum der Sonne einfangen. Die Quantenpunkte wären in der Lage, bis zu 86% der Lichtenergie in Strom zu verwandeln. Eine solche Substanz würde die Welt verändern. Tropfen für Tropfen würde sie Energie erzeugen für Autos und Häuser, Städte und Fabriken. Doch noch verhalten sich die Quantenpunkte nicht ganz, wie Daniel van Markelberg es sich vorstellt. Wenn wir einen Tropfen von der Quantenpunktlösung auf einen Objektträger geben, dann bekommen wir meist eine unordentliche Struktur, ähnlich wie diese hier. Für eine gute Solarzelle brauchen wir aber eine absolut geordnete Struktur, die möglichst keine Löcher oder solche Fehler haben darf. Nur so ergeben sich starke Verbindungen zwischen den einzelnen Kristallen, durch die die Energie optimal fließen kann. Dann könnten wir eine optimale Solarzelle herstellen. Ein Durchbruch in der Solarforschung würde das Ende des Ölzeitalters bedeuten. Bob und Lietschau haben ihre gesamte bisherige Karriere diesem Traum gewidmet. Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die Großen zum Scheitern. Konfuzius? Versuch's nochmal. Mao. Chinesisches Sprichwort. Das hätte ich als nächstes gesagt. Tut mir leid, ich bin ja geduldig, aber uns läuft die Zeit davon. Ich bin sicher, wir schaffen 80%. Das weiß ich doch. Komm, ich mach weiter. Ich reinige den Transmitter. Paula müsste gleich hier sein, um den Photovoltaik-Generator zu überprüfen. Und die neuen Testsubstanzen, die wir bestellt haben? Die bringt sie natürlich mit. Endlich mal eine gute Nachricht. Die Lieferung oder Paula? Paula Keller ist Ingenieurin der Europäischen Weltraumorganisation. Sie gehört zum Bodenpersonal der Solaris. Jeden Monat fliegt sie hinaus zu einem Kuppelbau mitten im Ozean. Von hier aus bricht sie auf ins All, um die Forscher mit Testmaterialien zu versorgen. Währenddessen reinigt Lietschau, nach einem weiteren missglückten Versuch, den Quantentransmitter. Das Team arbeitet inzwischen rund um die Uhr, denn die Schließung des Labors rückt unerbittlich näher. Ich fange mit dem nächsten Experiment an. Wie immer wählt Bob die Chemikalien aus, die der Transmitter in Quantenpunkte verwandeln soll. So winzig, dass 40 Millionen davon auf die Spitze einer Nadel passen. Doch dieses Mal verläuft der Prozess in der gasdichten Maschine anders als geplant.